Hallo! Nachdem wir die letzten Monate ja wirklich draußen geschwitzt haben im Europapark in Rust, wir waren Golf spielen beim Golfclub Bruchsal und wir waren bei der Eventmeile 1, geht's jetzt endlich mal im Oktober wieder nach innen. Wir sind bei Funny Golf 3D Schwarzlicht Minigolf. Ich habe mich schon mal ausgerüstet. Das Wichtigste ist natürlich immer die Getränkebar. Und da habe ich einen Caddy, der rollbar ist und mich jetzt 18 Bahnen lang begleiten wird, mit Getränken natürlich. Ich habe die richtigen Brillen, ich habe Bälle. Ich habe ein Handy mit der entsprechenden App drauf, die wir brauchen. Und ich habe einen Schläger. Und das Schöne ist, am Ende stelle ich Ihnen wie immer eine Frage. Und wenn Sie diese richtig beantworten, dann gewinnen Sie hier für die 18 Bahnen, 500 Quadratmeter groß, Ihre Freikarten. Ich würde sagen, los geht's. Dunja Dreher ist Angestellte hier im Funny Golf in Ettlingen. Sag mal, Funny Golf in Ettlingen, das ist eine Indoor-Minigolf-Anlage. Golfen, Minigolf, Outdoor kennt jeder. Was ist jetzt das Besondere am Indoor-Minigolfen? Ja, also das ganz Besondere ist natürlich, dass man mit 3D-Brille spielt. Also jeder Spieler bekommt zu Beginn eine Brille. Wir haben drei verschiedene Räume, die alle bunt bemalt sind. Mit der Brille wird es dann zum 3D-Effekt, also mit Neonfarben. Themenwelten sind Space, Unterwasserwelt und Dschungelwelt. Dann bekommt man bei uns Getränke-Caddies, kann man mitnehmen. Also man kann an der Kasse sich noch Getränke aussuchen und auf den Wagen mit reinnehmen dann. Funny Golf in Ettlingen ist die größte 3D-Indoor-Minigolf-Anlage im Großraum Karlsruhe. Wie viele Bahnen habt ihr hier? Wie beim normalen Minigolf auch 18 Bahnen. Gibt es da so eine Bahn, wo du sagst, Mensch, das ist irgendwie so eine große Herausforderung, da brauche ich irgendwie immer 5 Abschläge? Ja, also es gibt eine Bahn mit so einer Art Schaukel, da muss man, also manche schaffen es auch auf Anhieb, aber ich habe damals lange rumprobieren müssen, weil man muss so ein bisschen den Dreh rausbekommen, wie stark man draufschlägt, sonst kommt man nicht drüber, die ist am schwierigsten, würde ich sagen. Und ihr seid ja schon ganz modern, das läuft ja bei euch auch alles über eine App, ne, wo man das eintragen kann und dann kann man zum Schluss auch noch, zumindest wahrscheinlich nur der Sieger, so eine Erinnerung mitnehmen. Ja genau, also jede Spielgruppe bekommt ein Handy, wo man dann, also so wie beim Spielblock eben das Modernere jetzt mit dem Handy, kann man Name eintragen und wie viele Schläge jeder am Ende hatte und am Ende, so wie wir hier sitzen, kann man auf dem Siegertreppchen noch ein Foto machen und das sieht man dann auch, also da wird es in der App automatisch ausgewertet, wer gewonnen hat. Perfekt, vielen lieben Dank, Dunja. Das war richtig cool. Zum einen durften wir ja vor den regulären Öffnungszeiten hier rein. Das ist schon mal der absolute Wahnsinn, weil die Räume gehören wirklich komplett nur mir. Also vielen lieben Dank dafür. Und zum anderen ist es einfach ganz liebevoll hier gestaltet. Also wenn man schon die Bilder sieht, das ist absoluter Wahnsinn. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Und da ist man auch bei den Bahnen erstmal mit Gucken anstatt mit Spielen beschäftigt. Das ist was für Groß und Klein, für Jung und Alt. Egal ob Sommerferien, Winterferien, im Sommer ist hier klimatisiert, also das macht einfach Spaß, mit der ganzen Familie hier ein paar Stunden zu verbringen. Ich lade Sie jetzt wie immer ein bei Eva Testet. Es gibt eine Frage zu beantworten. Wie viele Bahnen gibt es hier im Funny Golf in Ettlingen? Wissen Sie es? Schicken Sie einfach eine E-Mail an evatestet@dieneuewelle.de. Viel Glück!